Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon und heute möchte ich etwas mit euch teilen. An dem Tag, wo ich das Video aufnehme, habe ich auf dem Weg zum Einkaufen weinen müssen, weil ich mich an diese eine Szene erinnert habe aus dem Film Stadt der Engel. Und dann dachte ich mir, erzähle ich einfach mal die Geschichte von diesem Film, damit ihr einfach seht, wie wertvoll dieser Film ist. Ja. Ja, in diesem Film geht es darum, dass ein Engel sich in eine menschliche Frau verliebt und um bei ihr sein zu können, muss er selber ein Mensch werden. Und das ist einfach so wundervoll gemacht und dieser Film, den muss jeder einmal sehen. Ja. Okay, also ich erzähle euch jetzt die Story. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird eines der schönsten Geschichten, die ihr jemals gehört habt. Und ja, ich kann es nur weiterempfehlen, diesen Film zu schauen, ne? Okay. Also der Film geht los mit einem kleinen Mädchen in einem Krankenbett, das in den Operationssaal gefahren wird und dann geht schon der Engel neben ihr her. Dieser Engel heißt Seth, das ist die Hauptperson in dem Film. Ja. Und während die Ärzte und diese Mädchen herumdoktern an ihrem Körper, stand sie bereits draußen. Also ihre Seele stand bereits draußen. Und der Engel stand schon neben ihr. Und sie fragte den Engel: Bist du Gott? Und er sagte: Nein. Dann haben die Ärzte festgestellt, dass nichts mehr zu machen ist. Und dann gingen die Ärzte zu den Eltern hin und sagten zu ihnen: Es tut uns leid. Wir können nichts mehr tun. Ihre Tochter ist gestorben. Und die Eltern haben dann ganz bitterlich geweint. Und dann sagte das Mädchen zum Engel: Wird sie das irgendwann verstehen? Und der Engel sagte: Eines Tages wird sie das verstehen. Ich bekomme Gänsehaut. Und sie sagte zu ihm: Wo gehen wir hin? Und er sagte: Nach Hause. Und dann gingen sie Hand in Hand ins Licht. Und der Engel fragte das kleine Mädchen: Und was hat dir am besten gefallen? Und sie antwortete: Schlafanzüge. Und die Botschaft dahinter ist einfach noch das, dass die Kinder noch in der Lage sind, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Dieser Engel hat sich dann in eine Ärztin verliebt, die Maggie heißt. Ja. Und als Ärztin hast du halt das Problem, dass du immer gegen den Tod kämpfst. Ja. Es kam dann der nächste Kandidat. Sie hat dann gepumpt. Ja. So gut sie konnte, das Herz gepumpt und dann hat sie es aber nicht geschafft und dann kam die Deadline und dann ist er auch gestorben. Er stand auch schon draußen neben dem Engel und weil schon feststand, dass er das nicht mehr schaffte. Und weil sie sich selber die Schuld gab, dass sie nicht genug gepumpt hat, wurde er ganz schlecht. Sie hat ganz fürchterlich geweint, die Maggie.
Und als sie gepumpt hat, dann hat sie irgendwie zu dem Engel geschaut, so als ob sie wusste, dass er da ist. Obwohl sie ihn physisch nicht sehen konnte, weil der so unsichtbar. Und dann hat sie ganz fürchterlich geweint und der Engel kam zu ihr und war da und hatte die Hand gehalten und sie hat auch kotzen müssen und weil sie sich so selber fertig dafür gemacht hat, dass dieser eine Mann gestorben ist und sie glaubt, dass sie schuld daran ist und weil der Hauptberuf der Ärzte ist es ja, den Tod zu besiegen, ja? Den Menschen am Leben zu halten. Und dann hat man halt in den nächsten Szenen gesehen, wie der Engel einfach unsichtbar immer bei ihr da war. Sie hatte nicht gesehen, er sie schon. Und irgendwann hat er sich ihr gezeigt. Er hat sich sichtbar gemacht. Er hat sich materialisiert. Und dann haben sie auf dem Gang ein Gespräch geführt, ein kurzes. Und dann haben sie sich getroffen zum Spazierengehen und haben über das Thema Tod geredet. Dann hat sie ihn einmal kurz geküsst und dann hat sie ihn gefragt, wie war das? Und dann hat er einfach nicht gewusst, was er sagen soll, weil er hatte keinen Tastsinn. Ein Engel hatte keinen menschlichen Körper. Und er hat sie auch einmal gefragt, wie eine Birne schmeckt, weil er hatte nie eine Birne gegessen, weil er kein Mensch war. Und aus diesem Grund hat sie ihm beschrieben, wie eine Birne schmeckt und hat sie gesagt, und wie hört sich das an? Und er sagte, wundervoll. Er konnte also nur aufgrund der Worte, die er gehört hat, sehen, also sich eine Vorstellung bilden, wie eine Birne schmecken könnte, aber das ist nichts im Vergleich dazu, sie wirklich zu schmecken und das kann man nur als Mensch. Dann kam der nächste Todeskandidat und dann ging schon der Engel zu diesem Mann hin und dann sagte dieser Mann, der im Krankenbett lag, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Und dann hat er gesagt, dass er den anderen Engeln ausrichten soll, dass er noch nicht von dieser Welt gehen möchte. Später hat dann der Seth, der Engel, sich auch für diesen Mann sichtbar gemacht und dann hat er gefragt, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Und dieser Mann sagte dann, dass er früher selber auch mal ein Engel gewesen ist und zu einem Mensch wurde. Dadurch ist dieser Mann auch zu einem Fresssack geworden, weil es ja klar, du musst dir vorstellen, du warst nie ein Mensch, hast nie gelernt, mit Essen umzugehen. Und dann erfährst du, wie gut das Essen überhaupt schmeckt. Ja, hattest davor keine Ahnung davon, weil du es nie erfahren hast. Ohne menschlichen Körper geht das ja nicht. Und dann verhältst du dich entsprechend unausgeglichen und frisst dich natürlich voll und so weiter. Ist ja klar. Und dann hast du natürlich gesundheitliche Probleme, ne? Sie saßen dann gemeinsam im Restaurant. Und dann hat der Herr Mann sich gedacht, und du liest mir die Gedanken jetzt gerade. Und dann hat dieser Mann auch gesagt, der Schöpfer, der hat uns das größte Geschenk gegeben, uns allen, auch uns. Das größte Geschenk des Universums. Freier Wille. Und das heißt, du musst dich nur entschließen, es zu tun. Zu einem Menschen zu werden. Dann später war der Seth sichtbar für die Maggie in der Küche von ihr. Dann hat sie zu ihm gesagt, kannst du bitte den Salat klein schneiden? Hat er geschnitten und dann hat er
sich selber in die Hand geschnitten. Das Problem ist aber, dass seine Hand ja nicht menschlich ist, die ist ja immateriell. Das heißt, das Messer ist durch die Hand durchgerutscht und da war kein Schaden. Und das hat sie gesehen und hat sich gewundert, wie kann das sein? Dann hat sie gesagt, wie geht das? Wie kann das sein? Und dann sagt er, ich will das nicht so wie du. Dann sagt sie, was meinst du damit? Und er sagte, nicht so wie ein Mensch es fühlt. Und dann hat sie ihm eine reingehauen. Dann sagt er, ich fühle so etwas nicht. Und sie, du Monster, ich kann das nicht begreifen. Und dann sagt er, du brauchst keine Angst zu haben. Weißt du noch, an deinem Operationstisch, als du zu mir geschaut hast, als du den Mann so gepumpt hast und weißt noch, als du so fürchterlich geweint hast, ich war da, erinnerst du dich? Und dann sagt sie, warum bist du überhaupt hier? Und dann sagt er, weil ich mich in dich verliebt habe. Und sie sagte zu ihm, das glaube ich dir nicht. Fühlst du das? Und da sieht man mal wieder, der Mensch hat einfach bei solchen emotionalen Dingen nicht die Möglichkeit zu unterscheiden. Und da sagte sie, und jetzt geh, geh. Und dann ist er natürlich ja sofort unsichtbar wieder, sofort wegteleportiert, er war einfach weg. Ja. Das schafft ein Mensch natürlich nicht, weil der ist ja an die Raumzeit gebunden und aber ein Engel schafft es, der kann sofort weg sein, ne? Aus den Augen von ihr. Hat sich natürlich gewundert, ne, wie das sein kann. Ne? Ach ja, und ich habe vergessen zu sagen, sie hat ihn einmal gefragt, was er beruflich macht. Und er sagte, ich bin ein Bote. Und da sagt sie, was für ein Bote, ein Postbote? Dann sagt er, ich bin ein Bote Gottes. Und später hat sie ihm aber quasi das wieder verziehen. Sie hat ihn ja sehr lieb gewonnen, hat an ihn gedacht und dann war er auch bei ihr. Sie hat ihn gespürt, seine Anwesenheit und sie hatte ja bereits einen Partner, einen menschlichen Partner. Und dann hat sie sich mit diesem einen Mann unterhalten, der der Fresstag war. Ja. Und da hat er gesagt, wenn er sich dazu entscheidet, seine Vollkommenheit aufzugeben, dann wird er einer von uns, dann wird er ein Mensch. Auf einem Kindergeburtstag hat sie ihn fotografiert und auf dem Foto, welches entwickelt worden war, war nur Licht zu sehen und nicht er. Und dann kam etwas richtig Krasses, nämlich sie sagte, Seth, würdest du dich bitte zeigen? Und er hat schon gewusst, was kommt. Nämlich, sie sagte dann zu ihm, Seth, ich kann nicht mit dir zusammen sein, das geht nicht, weil ich will einen Mann, der mich fühlen kann, der mich spürt, der genau die gleichen Gefühle hat wie ich als Mensch. Das geht einfach nicht. Ich werde mit meinem anderen Mann zusammenbleiben. Und dann wusste Seth, was zu tun war. Er wusste, er muss seine Vollkommenheit aufgeben. Er ging aufs Dach und stürzte sich runter. Das ist das Symbol, dass er in den Fall ging. Und er ging dann durch den Tunnel des Lebens zuerst die Musik, während er vom Dach fällt, war richtig krass und dann natürlich sehr niedrig schwingende Musik, als er dann durch den Tunnel des Lebens ging. Und dann wurde er zu einem Menschen. Und dann lag er auf dem Boden und er hatte Blut an den Händen. Und dann haben die Menschen ihn gesehen, die Arbeiter auf der Baustelle. Und dann haben sie
ihm gesagt, hey, was machst denn du hier? Schläfst du hier oder was? Und dann sagt er, hey, können Sie mich sehen? Und Sie können mich auch sehen? Hat der Chef gesagt, weil das war total ungewohnt für ihn, ne? Und dann sagt er, hey, ich blute ja. Und dann sagt der andere Mensch, der Bauarbeiter, und ist das Blut rot? Und dann schaut er extra hin. Ja, es ist rot. Und so, ne? Und auf einmal hat er erfahren, wie das ist, ein Mensch zu sein. Ne? Die Schmerzen und aber auch die unangenehmen Sachen. Ja? Er wurde ausgeraubt. Ihm wurden die Schuhe geklaut. Ja? Weil er kann er als Mensch nicht abschätzen, wie böse die Menschen sind. Dazu fehlt ihm die menschliche Erfahrung. Und seine hellseherischen Fähigkeiten hat er auch nicht mehr. Das heißt, er hat es nicht in der Zukunft vorhersehen können. Ja. Dann hat ein anderer Engel ihm extra eine Mitfahrgelegenheit geschickt. Und diese Mitfahrgelegenheit hat ihn genau dorthin gebracht, wo die Maggie wohnt, die Frau, in die er sich verliebt hat. Dann stand er als Mensch vor ihrer Haustür, verletzt. Und dann hat sie ihn verarztet natürlich. Und dann hatten sie Sex. Und somit konnte er es fühlen, wie das ist, als Mensch diese Erfahrung zu machen. Und sie sagte zu ihm, sag mir, wie es sich anfühlt. Und dann musste er es ihr beschreiben. Und ja. Und dann waren die beiden halt zusammen und dann hat man leider gesehen, wie sie freihändig fährt in Zeitlupe. Und dann sieht man schon, wie ein Lastwagen rausfährt mit Baumstämmen. Und dann sieht man schon, und dann sieht man im nächsten Bild, wie die Kerze neben dem Self ausgeht. Und dann rannte er zu Maggie hin und dann war sie kurz vor dem Tod. Traurigerweise. Und dann sagte sie, es ist jemand hier. Und er sagte sie ihm nicht in die Augen. Und dann sagte er, du darfst nicht gehen, bitte, bitte, bitte geh nicht, lass mich nicht alleine. Und sie sagte zu ihm, wenn mich die Engel fragen, was mir am besten gefallen hat, dann warst das du. Ja, sehr klar, weil wenn du Kontakt mit einem Engel hast, dann ist das das Beste, was dir jemals passieren kann. So logisch. Und dann war er natürlich alleine. Er hatte sie nicht mehr, leider. Und dann sagte er, der Seth, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Und dann hat sich der andere Engel wieder sichtbar gemacht. Und dann war der Seth natürlich ein bisschen sauer noch. War ihre Zeit abgelaufen? Hast du sie abgeholt? Und der andere Engel sagte, so ist das Leben. Du lebst jetzt und eines Tages wirst du auch sterben. Sag mal, wie ist das so als Mensch? Und Seth sagte, lieber einmal ihre Haut berühren, einmal ihre Haare riechen, als eine Ewigkeit ohne das. Man hat noch in den nächsten Szenen gesehen, wie er ganz viele Birnen gekauft hat. Und wie er zum Strand ging und ins Wasser hüpfte, weil jetzt kann er es ja fühlen, das Wasser. Und dann hat man in der letzten Szene gesehen, dass er glücklich war, die menschliche Erfahrung zu machen. Manche Menschen glauben, dass der Gott von dem Film grausam und herzlos sei, weil er zugelassen hat, dass die Frau seines Lebens stirbt. Aber erstens, er sieht sie im Himmel eh wieder. Zweitens wusste der Gott, dass er damit fertig wird. Und drittens,
Wenn sie nicht gestorben wäre, hätte er höchstwahrscheinlich alles ihr überlassen. Weil die ganzen irdischen Belange, damit kennt er sich als Engel überhaupt nicht aus und damit möchte er sich auch nicht beschäftigen. Und dann würde sie sich um alles kümmern. Und jetzt, wenn er allein auf sich gestellt ist, dann muss er das selber mal meistern. Und das heißt, er hat den Weg des Lebens gewählt und dann muss er auch entsprechend das Leben leben, so wie es sich gehört. Genau. Das war die Message dahinter. Und ja, dieser Film hat mich tief berührt und ich kann es jedem weiterempfehlen, diesen Film auch zu sehen. Und ich hoffe, es war sehr ergreifend für euch und es hat euch begeistert und es hat euch gefallen und ich hoffe, euer Herz ging auf. Ach ja, genau. Und was er noch gesagt hat, ist, sie sagte auch einmal, die Menschen wissen nicht, warum wir weinen. Und er sagte, vielleicht, wenn die Emotionen zu viel werden und die überschüssigen Emotionen weint dann der Körper. Genau, ist mir noch eingefallen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen ganz herzlich. Ich hoffe, diese Geschichte hat dich genauso tief berührt wie mich und du konntest Weisheiten daraus ziehen und der Film hat dich zum Nachdenken angeregt und ich bin überzeugt davon, dass der Film von unserem Gott inspiriert worden ist und auch von unseren Engeln. Und du konntest durch diesen Film einfach unsere Engel besser kennenlernen. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.